Hallo, mein Name ist Manuel Schmidt von der Firma Zenner und ich präsentiere euch heute die Solarfassade des GLL-Gebäudes in Zürich. Ich fange mit einem kurzen Video an. Viel Spaß! Die Firma Zenner ist spezialisiert auf Photovoltaikanlagen und Energiespeichersystemen, wobei wir die Anlagen nicht selbst installieren. Wir sind also ein beratendes Unternehmen und installieren die Anlagen nicht selbst. Für die Baudirektion des Kantons Zürich durften wir die Solarfassade des GLL-Gebäudes in der Gloriastraße 28 auswerten und in einer Studie zusammenfassen. Die wichtigsten Ergebnisse darf ich euch heute präsentieren. Ich fange mit dem ersten Punkt an. Das ist der richtige Zeitpunkt. Bei herkömmlichen Photovoltaik-Aufdachanlagen ist es so, dass die Anlage dann erstellt wird, wenn das Gebäude fertig ist, abgeschlossen ist. Der Unterschied zu Solarfassaden ist der, dass wenn das Gebäude steht, es bereits zu spät ist. Es wäre mit einem zu großen Aufwand verbunden, die bestehende Solarfassade zu entfernen und mit Solarelementen zu ersetzen. Beim GLL-Gebäude erfolgte die Planung rechtzeitig. Wir sehen hier im Bild farblich dargestellt die unterschiedlichen Modultypen. Noch besser wäre es, wenn Solarfassaden bereits in der strategischen Phase eines Gebäudes berücksichtigt werden. Beispielsweise könnte man dies in Architekturwettbewerben berücksichtigen. Denn schon die Gebäudeform sowie die Ausrichtung hat eine enorme Bedeutung für ein erfolgreiches Projekt. Links im Bild und rechts sehen wir Beispiele von einem Architekturwettbewerb. Und schon an der Gebäudeform ist zu erkennen, beispielsweise am rechten Gebäude, dass die Form besser geeignet ist für eine Solarfassade. Außerdem sind beispielsweise Bäume nicht im Weg und noch berücksichtigt werden könnte der Abstand zu anderen Gebäuden. Im nächsten Bild möchte ich auf die technischen Details der Solarfassade eingehen. Insgesamt wurden 664 Solarmodule auf einer Fläche von 1200 Quadratmeter installiert. Insgesamt wurden 36 verschiedene Modultypen mit einer Leistung von insgesamt 118 Kilowatt Peak installiert. Wir sehen eine Nahaufnahme von der Solarfassade. Eingesetzt wurden Dünnschichtmodule. Die Glasseite, die Innenseite des Glas, wurde weiß bedruckt, wobei etwa 30% der Oberfläche bedruckt wurde. Hier besteht die Möglichkeit, beispielsweise auch andere Farben einzusetzen, um eine andere ästhetische Wirkung zu erzielen. Durch diesen Druck entstehen Ertragsverluste von insgesamt 8%. Folgend möchte ich auf den Ertrag der Solarfassade eingehen, wobei ich die unterschiedlichen Solarfassadenseiten untereinander vergleichen möchte. Da die Fassaden unterschiedlich groß sind und um sie miteinander vergleichbar zu machen, habe ich den Ertrag auf 1 Kilowatt Peak heruntergebrochen. Dadurch können die verschiedenen Seiten untereinander verglichen werden. Erträge sind über ein Jahr dargestellt, erkennbar auf der X-Achse von Januar bis Dezember. Ich fange an mit der nordöstlich gerichteten Solarfassade. Man sieht hier die typische Kurve von Solaranlagen mit einem höheren Ertrag in den Sommermonaten.
und der Ertrag der nordöstlich gerichteten Solarfassade beträgt 152 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak installierte Leistung. Als nächstes ist die nordwestlich gerichtete Solarfassade zu sehen mit einem etwas höheren Ertrag. Die südöstlich gerichtete Solarfassade hat deutlich mehr Ertrag und am meisten Ertrag hat die südwestlich gerichtete Solarfassade mit 711 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak installierter Leistung. Und der Unterschied beträgt 79%, der wirklich sehr hoch ist im Vergleich zur nordöstlich gerichteten Fassade. Deshalb, weil die nordöstlich gerichtete Fassade stark verschattet wird und sehr wenig der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Als nächstes sehen wir den Ertrag von einer herkömmlichen Photovoltaik-Aufdachanlage. Dieser beträgt über das Jahr 1058 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak installierte Leistung. Und der Unterschied zur südwestlich gerichteten Fassade ist nicht bedeutend hoch. Der Ertrag ist auch deshalb höher, es wurden monokristalline Zellen eingesetzt, die einen etwas höheren Wirkungsgrad haben. Ein weiterer Vorteil von Solarfassaden ist der Ertrag in den Wintermonaten. Hier mit einer Schneeflocke dargestellt, das sind die Monate Dezember, Januar und Februar. Und es ist zu sehen, dass der Ertrag von den südlich gerichteten Solarfassaden höher ist als von einer herkömmlichen Photovoltaik-Aufdachanlage. Und das Thema Winterstrom wird auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Und wir sehen hier, dass nur südlich gerichtete, 90 Grad geneigte Solarmodule auch in den Wintermonaten effektiv Solarstrom produzieren können. Als letzten Punkt möchte ich noch auf die Wirtschaftlichkeit von Solarfassaden eingehen. Und ich fange mit einem Grundsatz an, der auf alle Photovoltaikanlagen zutrifft. Dieser heißt, Photovoltaikanlagen müssen wirtschaftlich realisiert werden können. Wirtschaftlich bedeutet, dass die Investitionskosten, die am ersten Tag bezahlt werden, sich innerhalb der Lebensdauer der Solaranlage wieder zurückzahlen müssen. Rückzahlungen ergeben sich durch die Erträge, durch die Stromproduktion der Solaranlage. Reden wir von Investitionskosten, kann klar gesagt werden, dass die von Solarfassaden mindestens 2 bis 3 Mal so hoch sind wie von herkömmlichen Photovoltaik-Aufdachanlagen. Kosten sind deshalb höher, da Solarfassaden kein Massenprodukt sind, die beispielsweise in China produziert werden. Vielmehr sind Solarfassaden Spezialanfertigungen, die für jedes Projekt einzeln hergestellt werden. Im Beispiel vom GLL-Gebäude wurden 36 verschiedene Modulgrößen eigens hergestellt. Und je weniger Modulgrößen, Modultypen angefertigt werden müssen, desto günstiger kann die Solarfassade realisiert werden. Die Modultypen können dadurch verringert werden durch eine rechtzeitige Planung. Beispielsweise spielt schon eine Rolle, wie groß ein Fenster ist oder wie die Abstände sind, um die Modultypen rechtzeitig einplanen zu können. Nun möchte ich zurückgehen zur eigentlichen Wirtschaftlichkeit. Und da gibt es zwischen herkömmlichen Photovoltaik-Aufdachanlagen und Solarfassaden einen Unterschied. Denn Solarfassaden erzeugen nicht nur Solarstrom, sie erfüllen auch die Funktion einer Gebäudehülle. Und von einem Fenster oder von einer Mauer beispielsweise wird auch nicht verlangt, dass die sich innerhalb von einer bestimmten Laufzeit amortisieren. Deshalb muss bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung von Solarfassaden der Kostenanteil abgezogen werden, der für die Funktion einer Gebäudehülle erforderlich ist. Gesprochen wird hier oft von sogenannten Substitutionskosten. Und mit Berücksichtigung der Substitutionskosten können Solarfassaden wirtschaftlich realisiert werden. Ich fasse zusammen, Solarfassaden können wirtschaftlich realisiert werden durch die Berücksichtigung der Substitutionskosten und der rechtzeitigen Planung. Deshalb ist der Zeitpunkt für die Solarfassade von Bedeutung. Als nächstes möchte ich noch den Ertrag und die Ausrichtung der Solarfassade in Erinnerung rufen. Nordöstlich oder nördlich gerichtete Fassaden erzeugen fast keinen Strom aufgrund der Verschattung und der fehlenden direkten Sonneneinstrahlung.
Nur südlich gerichtete Solarfassaden erzeugen ausreichend Solarstrom. Und als letztes möchte ich auf den Punkt Winterstrom eingehen, denn nur 90 Grad geneigte, nach Süden gerichtete Solarfassaden können auch im Winter effektiv Solarstrom nutzen. Vielen Dank und bei Fragen können Sie gerne auf uns zukommen.